didn't even get to run. Hey Freunde, willkommen zum Juni-Gewinnspiel. Diesmal könnt ihr gewinnen ein 10er-Feuer, Sturmfeuerzeug, also ein kleines Sturmfeuerzeug von 10er, ein Classic-Katalog von 2018-2019. Könnt ihr auch mal reingucken, sind Preise mit drin, könnt ihr mal stöbern, also Verkaufspreise. Dann haben wir noch einen kleinen Handflyer vom letzten Jahr Verkauf, das Handy darf ja nicht fehlen, wie jedes Mal. Wir haben Sticker von Pyroland, hier kannst du Lunte riechen. Dann haben wir einmal die Transparenten noch von Pyroland. Dann haben wir noch die Schwarzen von Pyroland. Und zu guter Letzt eine Einkaufstasche, eine Hardcover-Tasche von Pyroland. Ja, wie ihr mitmachen könnt, ist ganz einfach. Lasst einen Kommentar unter diesem Video da. Schaut euch den Artikel an, der jetzt noch folgt. Und ausgelost wird random. Und bitte einen Instagram-Account haben. Ich informiere den Gewinner über Instagram. Oder ihr schreibt mich dann an, wenn ihr gewonnen habt. Also, am besten schon mal euren Instagram-Namen gleich mit reinschreiben. Wer das nicht möchte, kann ja warten, bis er gewonnen hat. Bekanntgabe ist immer im Community-Bereich hier auf YouTube. Also, am besten abonnieren, dann verpasst das nicht. Also, Freunde, viel Spaß beim Video. Hey, Freunde, willkommen zum heutigen Test. Im Test ist heute die Blackbox Glamour dran. Ich muss leider gestehen, ich habe sie schon seit 2019. Silvester 2019 natürlich, weil ich habe einfach keine Zeit gehabt, die mehr abzufilmen letztes Jahr. Deswegen holen wir das dies Jahr nach. Wir haben hier eine 25 Schuss Batterie von Blackbox, wie gesagt. Preislich müsste ich nochmal nachschauen. Ich habe aber nicht viel bezahlt. Also ich denke mal unter 20 Euro wird die Batterie kosten. NEM haben wir hier 341 Gramm. Ja, ist wie gesagt ein F2 Artikel. Und dann würde ich mal sagen, gehen wir gleich mal raus. Und schauen uns endlich mal dieses Jahr die Glamour von Blackbox an. Also, bis gleich draußen zur Zündung. Ich fand sie sehr schön, die Blinker sind vor allen Dingen geil gewesen. Schön lange Standzeit. Nur halt eine Schlusssalve hat mich so irgendwie gefehlt. Aber von daher, jetzt erstmal schon mal einen Daumen nach oben, Freunde.